Wie entsteht eigentlich ein Parfum? Und wie lange dauert das alles? Und wie viel kostet das? Darüber reden wir heute. Und zwar mit meinem Stargast. Herbert Stricker ist zurück. Herzlich willkommen, Herbert. Ja, schön da zu sein, Leni. Schön, dass du wieder da bist. Es ist schon ein Jahr her, dass der Herbert das letzte Mal hier war. Genau. Jetzt war es mal wieder Zeit. Damals noch mit dickem Bauch, jetzt ein Baby draußen, wieder erschlankt. Oder erschlankt, egal. Ich kriege immer viele Fragen von euch, die sich um die technischen Aspekte der Parfumherstellung drehen. Also wie kommt so ein Parfum überhaupt zustande? Von der Idee, bis es dann wirklich in den Regalen steht. Und ich dachte mir, daraus machen wir jetzt mal ein Video, wo wir uns das alles gemeinsam beantworten. Und wer passt da besser als der Herbert, um ihn mit Fragen zu löchern? Ich wüsste schon, welche die besser passen, aber gut, ich mache es jetzt mal. Er macht mal mit. Das heißt, ich habe ein paar eure Fragen jetzt gesammelt und dann starten wir direkt los, Herbert. Also jedes Parfum muss ja irgendwie mit einer Idee beginnen, mit einer Inspiration. Wie war das bei dir? Du hast ja schon mehrere Parfums selber entwickelt. Wie kommt es dann dazu, dass du sagst, jetzt muss ich ein Parfum machen? Also Ideen speisen sich aus unterschiedlichen Quellen. Also man hat einmal diese Idee einer Situation. Also man ist irgendwo, man hat ein Erlebnis. Es kann sein irgendwo eine fremde Stadt. Es kann auch ein bestimmter Platz sein. Das kann auch ein familiäres Umfeld sein und so weiter. Also man hat im Prinzip eine Situation und die inspiriert einen zum Duft. Da denkt man sich, okay, das möchte ich jetzt olfaktorisch darstellen. Das hat nichts damit zu tun, wie der Platz per se riecht oder wie der Geruch ist in der Situation, sondern wie möchte ich das Gefühl vermitteln, man ist in der Situation. Mhm. Die zweite Sache ist ein Geruch, den man irgendwo wahrnimmt. Man ist unterwegs und so weiter und man nimmt einen bestimmten Geruch wahr und sagt, okay, aus dem Geruch möchte ich was machen. Das kann zum Beispiel sein, man riecht jetzt, ich sage jetzt mal, an einer Blume, an einer Rose, auch an einer anderen Blume als ausgefallene Geschichte. Und denkt, oh, das riecht gut und daraus möchte ich jetzt was machen. Mhm. Ja, das ist also, wenn der Duft im Vordergrund steht. Oder man kann es natürlich auch provokant machen, machen einige auch. Ne? Also Alessandro Gualtieri hat ja diese Tendenz, solche Sachen, auch unangenehme Geschichte, Gerüche zu reproduzieren. Also man kann jetzt sagen, okay, ich möchte, dass das riecht wie ein Ziegenstall. Mhm. Und dann ist es eben halt, ein Ziegenstall hat einen Geruch. Das kann sich jeder vorstellen, wenn ein Ziegenstall drin war. Also es ist einfach der Duft. Das eine ist eben die Situation, das andere ist der Duft. Und das dritte ist, das ist eigentlich das, was in der Nische nicht so vorkommen sollte, sage ich jetzt mal, ist einfach, was verlangt der Markt jetzt oder wo geht die Tendenz hin? Mhm. Was funktioniert also, schon gut und ja, wo können wir jetzt noch ein bisschen? Was ist jetzt angesagt? Also, auf was möchten die Leute jetzt haben, Tendenzen? Also es gibt Tendenzen, dass die Leute sagen, sie möchten jetzt lieber aquatische Sachen haben, lieber fruchtige Sachen haben, sie möchten stärkere, schwächere und so weiter und so fort. Also das sind dann so Sachen, die auch als Inspiration gelten. Mhm. Das heißt nicht, dass man jetzt sagt, ich muss es, aber man sagt, ich möchte in die Richtung gehen als Inspiration. Okay, also jetzt hast du eine Idee gehabt für einen Duft, den du machen möchtest. Oder vielleicht sogar für eine ganze Linie. Ja. Wie geht es jetzt weiter? Ja, jetzt wird es schwierig, weil jetzt beginnt die Kommunikation. Also wenn man nicht selbst Parfümeur ist, und beim Parfümeur meine ich wirklich das Handwerk des Parfümeurs, das muss man einfach trennen vom Rest. Die meisten denken, dass der Parfümeur auch der Kreative ist. Ist er im Regelfall nicht. Ein Parfümeur ist ein Chemiker, ein erweiterter Chemiker. Mhm. Und es gibt welche dabei, die sind kreativ. Mhm. Aber viele, die dabei sind, sind nicht kreativ, sie sind Handwerker. Die wissen, wie sie was umsetzen müssen und so weiter, aber mehr nicht. Jetzt beginnt es die Kommunikation. Ich muss dem Parfümeur oder Parfümeurin erklären, meine Gedanken oder meine Inspiration. Und das ist natürlich nicht seine oder ihre. Ja. Sondern da ist es sehr wichtig, dass man sich versteht. Und dass man auf einer Kommunikationsebene ist. Ich mache jetzt mal ein Beispiel, die Grapefruit. Also wenn ich sage Grapefruit, dann denkt der eine, aha, bitter, der andere denkt süß, der andere denkt sauer. Ja, das ist, man muss erst sagen, okay, was ist für mich eine Grapefruit? Für mich ist eine Grapefruit bitter. Okay, dann weiß er, ich will eine Grapefruit-Note, die bitter ist, beispielsweise. Und wenn diese Kommunikation da ist, dann funktioniert das. Das heißt, wenn man mit einem Parfümeur oder Parfümeurin arbeitet, öfter erleichtert das diese Kommunikation. Der nächste Schritt ist natürlich, dass dann sozusagen diese technische Seite, Parfümeurin oder Parfümeur, eben ein Sample macht, wo man sieht, ob jetzt im Grundgerüst das Ganze stimmt. Mhm.
Das heißt, der nimmt einfach mal so, was man ihm erzählt hat und sagt dann, okay, ich denke, das habe ich jetzt so verstanden und hier ist dein Sample. Genau. Oder vielleicht auch gleich mehrere Samples. Mehrere Samples, ja. Es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie man solche Sachen zusammenstellt, aber das können wir vielleicht in Folge dieses Gesprächs noch machen. Aber ich sage jetzt mal, wie ich das mache. Ich mache im Unterschied zu vielen anderen, viele geben denen diese Inspiration, sagen denen, wie es auszusehen hat. Man spricht da auch nochmal grob über die Duftnoten und danach fangen die an zu produzieren und machen Samples. Und danach sagt man, okay, besser so, besser da, mehr von dem oder weniger oder gar nicht und so weiter. Ich gehe immer noch hin und suche Rohmaterialien aus. Das heißt, ich gehe richtig mit ins Labor und sage, okay, ich weiß, dass da in diesen Duft Patchouli reinkommt. Zeigt mir alle Patchoulis, die ihr da habt, an Rohessenzen. Mhm. Und dann sage ich, okay, den nehmen wir. Mhm. Oder diese Zitrone nehmen wir. Oder den Moschus nehmen wir. Das heißt, ich suche mir aus, weil man meint immer Patchouli, dann haben die einen aus dem Regal und basta. Das ist dein Patchouli. Nein, die haben hunderte von Patchoulis da. Und da kann man eben, die sind auch unterschiedlich. Und da sucht man dann, also ich suche dann den aus und sage, der muss da rein. Die unterscheiden sich dann nach Herkunftsland oder? Herkunftsland, Verarbeitungsgeschichten, also wie sie verarbeitet sind, auch Ausprägungen. Also jeder hat seine Sachen. Lavendel zum Beispiel. Lavendel hat ja so eine stechende Note, so eine medizinische Note. Die kann stärker oder schwächer sein. Sagen wir mal, der holländische Lavendel, man müsste es nicht meinen, aber in Holland gibt es auch Lavendel. Der ist viel, viel florarer als der provinzialische Lavendel. Mhm. Andere Regionen, zum Beispiel asiatischer Lavendel, würde zu dominant sein, den kann man fast nicht verwenden in der Parfümerie. Okay. Und so tariert man das eben aus, wo es immer Lavendel ist. Mhm. Und ich rede immer von einer natürlichen Essenz. Mhm. Wenn ich ein chemisches Molekül habe, dann ist das schon im Regelvergleich. Ja. Ja, klar. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel Iso E-Super in den Duft haben will, dann ist es das. Ja. Dann ist es das. Dann muss ich nicht sagen, ich wähle jetzt zwischen den 5 Iso E-Super aus, was da reinkommt. Und dann machst du sozusagen eine Art Schleife. Das heißt, du gibst dann Feedback und sagst, ich hätte gerne noch mehr von dem, weniger von dem. Und das Feeling soll noch so ein bisschen mehr in die Richtung sein. Genau. Ich bleibe dann im Labor auch 2-3 Tage. Das heißt, also ich bleibe wirklich vor Ort. Wie vor Ort? Ja, im Labor. Ja, ich du bist dann da ich dabei? Ich bin da dabei und sitze da in einem Raum und so weiter. Ja, und sitzt dann da mit seiner Uhr und sind die Samples schon fertig. Und dann bringen sie mir ein Sample, so ein frisches. Also ich bezeichne es immer so, wenn man immer so Kuchen probiert oder Kekse probiert. Sie backen einen neuen Keks und dann bringen sie mir zum Probieren. Aha, okay. Und wie schnell geht es dann? Ja, das geht schon relativ schnell. Das heißt, man hat ja eine Basis. Also sie machen ja das erste Produkt. Ne? Also ich gehe hin und sage, okay, das und das wählen wir jetzt aus. Und dann bleibe ich nicht da, zum Beispiel. Ne? Dann machen die erste Komposition und dann gehe ich hin und dann geht es in die Verfeinerung. Mhm. Und dann gehe ich hin und sage, okay, mehr das, mehr hier, mehr da. Mhm. Ich habe dann so ein Gefühl, wo es in die Richtung gehen soll. Und die Kunst ist dann, dass die verstehen, wie viele Tropfen müssen sie dafür reintun. Ja, ne? Das müssen aber dann die wissen, weil die sind ja die Handwerker. Nein. Also wenn ich jetzt, ich habe das auch schon mal probiert, dann ist das, also das läuft aus dem Ruder. Das heißt also, man denkt, man macht da 2 Tropfen rein, dann passiert gar nichts. Man hat kein Gefühl dafür. Wenn ich denen sage, okay, ich habe bestimmte Captives, nennen sie sich in der Fachsprache, also bestimmte Duftkompositionen, also wenn man so will, mehrere Elemente zusammengebaut. Und eines davon habe ich den Namen Magic Drops gegeben. Ne? Mhm. Das ist ein Heliotrop mit noch ein paar anderen Sachen drin. Und hat es dann halluzinogene... Nein, das ist für mich nur Magic Drop, weil ich finde, das verändert den Duft sehr stark. Ach so, okay. Also es gibt denen so einen Push. Ne? Und das habe ich dann als Magic Drop identifiziert. Mhm. Im Labor wissen sie auch, wenn ich von Magic Drop rede, weil vorher wussten sie das nicht, weil sie hatten einen anderen Begriff dafür, aber... Sie wissen jetzt, wenn ich dafür rede, verwenden sie sogar mit anderen Kunden auch das Begriff Magic Drop. Aber egal. Ich sage dann, da müssen, 2% Magic Drops noch rein. Und dann sagen die, ist viel zu wenig, das bringt gar nichts, das würde man gar nicht merken, müssen mindestens 5 oder 7 rein und so. Das ist, sag mal, ich würde meinen, es ist 2 ausreichend, die sagen, nee, 5 oder 7, sonst merkst du gar nichts. Okay. Ne? Das ist eben die Fähigkeit, dann zu wissen, welche Einflüsse da sind. Jetzt hast du ja schon ein paar Düfte entwickelt. Ja. Wie lange dauert es denn im Schnitt, bis du dann an einem Punkt bist mit deiner Kreation, wo du sagst, das ist, was ich mir vorgestellt habe? Das geht von X bis Y.
Also rein technisch gesehen kannst du einen Duft entwickeln innerhalb von einer Woche. Praktisch gesehen kann es Jahrhunderte dauern, weil das die Entscheidung ist, wann du sagst, so, jetzt ist okay. Wenn du andauernd der Meinung bist, das müsste noch mehr und da müsste noch hier und da müsste noch da und das ist noch nicht gut und du hast so eine Fantasievorstellung, die einfach anscheinend nicht zu realisieren ist, dann hört es natürlich nicht auf. Der Duft ist dann zu Ende, wenn der Kunde oder beziehungsweise der, der den Duft beauftragt, sagt, so, jetzt ist es für mich okay. Das ist echt, glaube ich, schwierig, weil man ist ja dann immer, man hat da dann so kleine Iterationen und so Nuancen, wo es dann auch noch weitergeht und dann wirklich zu sagen, jetzt bin ich da, das ist ja total, stelle ich mir schwierig vor. Und was ich jetzt mache, das machen auch andere, aber nicht sehr viele, ich mache das komplett losgelöst von dem ganzen Umfeld. Das heißt, ich frage niemanden. Das wollte ich nämlich dich fragen, ob du dann auch mal sagst, hier, keine Ahnung, deine Frau darf mal oder... Niemand. Und auch die Meinung vom Parfümeur oder von der Parfümeurin oder die Leute, die frage ich gar nicht. Du fragst nicht mal den Parfümeur? Nein. Also der Parfümeur sagt dann auch nichts, also hier sind 5 Samples und das wäre mein Favorite? Nein, er sagt das schon, aber das ignoriere ich. Das ist für mich nicht relevant. Aha. Weil das Problem ist, wenn du Leute fragst, kommst du gar zu keinem Ende mehr. Ja. Weil jeder hat dann seine Meinung, jeder sagt, ach nee, ich würde noch Messe hier, ich würde noch hier, ich würde noch da. Mhm. Und dann läuft es aus dem Ruder. Ein Duft zu kreieren bedeutet auch, du gehst den Mut ein, was zu schaffen, was aus deiner Fantasie, aus deiner Vorstellung kommt und umgesetzt wird von Fachleuten. Mhm. Und das ist halt, wie es ist. Ob es der Markt oder das Publikum dann quasi gut findet, ist anders. Es ist, wenn du anfängst, Musik zu machen, zu komponieren für die Leute. Mhm. Es wird ein Song geschrieben und dann ist er erfolgreich oder eben nicht. Okay. Aber zu sagen, was hättet ihr gerne? Hättet ihr ein bisschen mehr Gitarre, ein bisschen mehr? Das funktioniert halt nicht. Und jetzt ist es ja so, ein Parfum wird ja nicht nur aus Jux oder meistens nicht nur aus Jux und Tollerei kreiert, sondern man will es ja dann auch verkaufen. Das heißt, man macht ja auch irgendwann mal eine Kalkulation und muss sich ja mal überlegen, wie soll der Duft werden? Ja? Soll er High-End werden? Soll er eher teurer werden? Oder soll das was sein, was sehr erschwinglich ist? Und was für Inhaltsstoffe kann ich mir dann überhaupt leisten, da reinzutun oder so? Weil die Inhaltsstoffe kosten ja sehr unterschiedlich viel. Genau, ne? Ja. Also erstmal, wenn man einen Parfümeur, eine Parfümeurin oder ein Dufthaus, sage ich jetzt mal, die solche Düfte entwickeln, wie Symrise, Givaudan, Roberté und so weiter, wie sie alle heißen. Wenn man so alles aussucht, dann weiß man schon ungefähr, was ist deren, die haben so Price Ranges, wo sie sagen, okay, das ist so eine Hausnummer, dann gibt es eine andere Hausnummer und nochmal eine dritte Hausnummer. Da muss man schon sagen, okay, ich möchte in diese Richtung gehen. Ich rede jetzt immer von der Nische, weil das ganze, die ganze Parfumherstellung im Nicht-Nischen-Bereich funktioniert komplett anders. Mhm. Das ist also eine Sache, die, das können sich die Leute nicht vorstellen. Da sitzen Parfümeure am Computer und entwickeln die Formel, ohne irgendein Sample zu produzieren. Die entwickeln die Formeln aus dem Kopf. Und dann? Also wie können sie dann wissen, ob es jemand mag? Die wissen das, weil das eben so strukturiert ist und so klar ist, wie das zu riechen hat, dass die vom Marketing gibt es da so klare Vorgaben, dass sie einfach wissen, sie müssen das und das machen, dann riecht es so. Okay. Da wird nicht mehr, das wird also am Computer gemacht, die riechen auch nicht, wenn man so sieht, die Parfümeure, die dann am Streifen riechen und sich ein Fläschchen holen und 2 Tropfen reintun, das wird da nicht gemacht. Aha. Die sitzen am Computer und geben die Formel ein. Das heißt, im Grunde kann man eigentlich sagen, die Nicht-Nischen-Parfümerie, die ist mehr Pull-getrieben, also die macht, was der Markt halt will. Ja. Und die Nischenparfümerie, die macht mehr aus der eigenen Inspiration heraus. Noch was, also deswegen ist es so. Und da ist es natürlich klar, muss ich am Anfang sagen, wo möchte ich hin? Ja. Das ist wichtig, weil der Parfümeur oder die Parfümeurin, die hat nicht die Möglichkeit, einen Duft, ich sage mal, ich kreiere jetzt eine Komposition oder lasse eine Komposition kreieren und ich finde die ganz wunderbar. Und dann sagen die, die kostet aber so und so viel jetzt. Dann sage ich, nee, es geht, es muss die Hälfte billiger werden. Dann sagen die doch, na gut, machen wir die Hälfte, oder? Ja, nein, dann ist es halt so, da müssten die Ersatzinhaltsstoffe finden, die günstiger sind. Aber meistens ist es eben so, dass das im Regelfall nicht funktioniert. Es kommt dann am Ende was anderes raus. Mhm. Und das will man ja nicht. Deswegen ist es gut, wenn man vorher sagt, so, das ist in dem Bereich bewege ich mich. Ne? Okay. Gehst du aber dann zu einem, weil du gerade von Dufthäusern gesprochen hast, gehst du dann zu einem Parfümeur oder zu einem Dufthaus?
Oder sind die, also wie ist sozusagen also das Verhältnis? Ja, es gibt Unterschiede. Es gibt sogenannte Freelancer-Parfümeure. Mhm. Viele von denen haben mal in einem Dufthaus gearbeitet. Ich nehme zum Beispiel, ich finde ja immer die Karriere von Mark Buxton so interessant, weil der ja angefangen hat mit Wetten, dass als kleiner Junge und hat da die Wette gewonnen, wie er verschiedene Gerüche oder verschiedene Düfte erraten kann. Ja. Und daraufhin hat er einen Praktikumplatz bei Symrise gekriegt, damals noch der Vorgänger von Symrise, also die Firma, die Vorgängerfirma. Und ja, und Mark Buxton war jahrelang bei Symrise als Parfümeur angestellt und ist jetzt in der Zwischenzeit schon auch einige Jahre selbstständig. Auch Gesa Schön und so andere, um jetzt mal ein paar Deutsche einfach zu nennen von den Parfümeuren. Mhm. Manche machen das, dass sie in einem so ein Dufthaus bleiben. Manche sagen, ich bleibe da eine bestimmte Zeit, mache mich dann selbstständig und gehe raus. Dann, wenn man selbstständig ist, dann ist natürlich das Individuum. Wenn ich bei Du Chauffeur oder bei Buxton zum Beispiel jetzt einen Duft machen lassen möchte, dann kriege ich Mark Buxton. Ja, dann kann ich jetzt nicht sagen, nee, also ich möchte jemand anders haben. Mhm. Wenn ich bei Givaudan gehe und sage, ich möchte einen Duft machen lassen, dann werden die versuchen, mir einen Parfümeur, eine Parfümeurin zuzuweisen, wo sie glauben, dass die am besten diese Idee oder dieses Konzept umsetzen kann. Mhm. Aber wenn ich darauf bestehe, weil ich sage, ich möchte einen guten Namen haben, ich möchte, dass da draufsteht Alberto Morillas oder wer auch immer. Das ist ja teilweise auch schon ein Marketing-Tool, ja, ne? Wenn man dann sagt, hier, der Alberto Morillas hat den Duft gemacht. Wenn ich das sage, dann sagen die natürlich, okay, aber jetzt Beispiel Morillas, wo man fairerweise dazu sagen muss, er ist schon seit ein paar Jahren in Rente, also er macht gar nichts mehr. Also, das, bringt er nie noch Düfte raus? Nein, er macht, also er macht Jeremy nicht, den Duft ja, raus? Ja, das Problem ist eben, da war er noch im Job, aber jetzt ist er schon jetzt zwei, drei Jahre oder was in Rente und macht eigentlich nichts mehr, aber er hat eine eigene Marke ja auch. Und er promotet natürlich diese ganzen Geschichten ein bisschen so und lässt auch das Image ein bisschen aufrechterhalten, aber er ist de facto ist er halt im Ruhestand. Mhm. Aber auch da wiederum, er ist da und er wird auch final das machen, wie so eine Art Chefkoch, sage ich jetzt mal. Aber es gibt andere Parfümeure, die ihm zuarbeiten. Mhm. Das heißt also, natürlich viele wollen Morillas haben. Und, das ist wie in der großen Küche im Prinzip, in einem Restaurant. Ne? Da gibt es dann den Chefkoch und der hat es gemacht, aber in Wirklichkeit haben es auch viele Leute, andere Leute. Genau, also der Morillas ist dann für das Projekt verantwortlich, aber das sind ganz viele junge Parfümeure oder Parfümeurinnen, die dann im Grunde genommen ihm zuarbeiten. Mhm. Na, aber er ist halt so der... Den Fame kriegt nur er. Ja, und er am Ende präsentiert er auch das Sample dem Kunden. Okay. Das ist so. Aber wenn ich jetzt nichts sage, dann kriege ich halt irgendein Parfümeur. Das kann auch ein Vorteil sein, weil das Dufthaus besser weiß, welcher geeignet ist, meine Idee umzusetzen. Okay, und jetzt bist du also, du bist jetzt super zufrieden mit deinem Sample und der soll es jetzt werden. Ja. Was machst du dann? Überlegst du dir, also du musst ja irgendwie auch Stückzahlen vorab mal überlegen oder nicht? Nee. Nein, also die Duftkomposition ist losgelöst von dem, was danach passiert. Mhm. Also in meinem Fall, ich rede jetzt von meinem Fall, aber ich kann natürlich auch andere Beispiele aufzeigen, aber in meinem Fall ist es völlig losgelöst. Ich entwickle den Duft, ohne jetzt daran zu denken, bringe ich ihn raus, wo bringe ich ihn raus, in welcher Linie und so weiter und so fort. Wenn der Duft, das Sample dann steht, dann lasse ich mir den Preis geben. Ist auch sehr ungewöhnlich. Die meisten lassen sich den Preis vorher geben oder setzen einen Preis-Range vorher fest. Mhm. Ich mache das nie. Passiert aber dann am Ende, dass ein Preis rauskommt, wo ich sage, okay, war jetzt ein schönes Abenteuer, hat uns Spaß gemacht, aber da hattest du das letzte Mal ein paar Düfte dabei, ne? Wo man dann sagt, kann man vergessen. Wird wahrscheinlich zu teuer. Das heißt, aber dann kommt jetzt ein Preis auf den Tisch, wo man sagt, okay, so und so viel kostet das. Und dann kann man anfangen zu rechnen. Dann kommt es natürlich darauf an, welche Konzentration ich verwende im Endparfum. Das geht ja dann irgendwie, ich kann da von 5% loslegen bis zu, was weiß nicht, wie weit hoch. 5% wäre es ein Eau de Toilette? Wäre es ein Eau de Toilette. Aber es kann Düfte geben, wo vielleicht 5% eine ideale Komposition wäre. Die Meinung, mehr Duftöl ist besser, ist falsch, komplett falsch. Aber was sagt der Marc Gebauer dazu? Ja, der, also, ist natürlich so getrieben von dem, ich will
den Duft machen mit einem extrem hohen Duftanteil, mhm, weil ich das so rausbringe. Aber das ist ein gewolltes persönliches Entscheidungsstatement, aber es ist eigentlich nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist, jeder Duft und jede Komposition hat eine geeignete Prozentzahl an Duftanteil, wo die am besten das rauskristallisieren, mhm, kann. Okay, also wir produzieren jetzt diesen Duft. Ja. Mit welchen Kosten muss man denn so in etwa rechnen? Sagen wir mal, du vertreibst den jetzt, wie zum Beispiel deine Roberto Ugolini-Marke, ja, und du willst den nicht nur, also du willst den nicht selber bei dir im Onlineshop vertreiben, ja, sondern du willst tatsächlich, dass der auch dann in den Handel geht. Ja. Wie, also was musst du denn, wenn, du hast ja eine ganze Linie jetzt rausgebracht, ja, sprechen wir vielleicht einfach halt halber mal, wir wollen jetzt einen Duft launchen, ja. Was kostet uns denn, einen Duft zu launchen? Ja. Also einen Duft zu launchen bedeutet eigentlich eben, dass man einen relativ hohen Kosteneinteil hat, das die meisten Leute unterschätzen. Die meisten Leute unterschätzen einfach, was so ein Duft produzieren kostet. Das hat damit zu tun, dass das Duftöl, das wir jetzt gemacht haben, wo wir einen Preis haben, ist eigentlich das die geringste Hürde. Ich muss den ja irgendwo reintun. Und ja, ich kann ihn natürlich in irgendwelchen Apothekerfläschchen abfüllen und mit einem Schraubverschluss zumachen und ein Papieretikett drauf tun und den so verkaufen. Dann ist es natürlich so, dann ist mein Investment sehr gering. Aber er wird vermutlich über einen Liebhaberkreis nicht hinausgehen. Sobald ich den Duft für den Handel oder für einen Vertrieb oder irgendwie für eine etwas größere Distribution vorbereite, muss ich mir Gedanken machen, ich brauche irgendeine Flasche. Wenn ich jetzt das Faible habe, dass ich auch noch eine eigene Flasche will. Was schon ein großer Marketingaspekt auch ist. Ja. Ne? Also so wie, ich sage es mal, es muss selbst große Häuser, ich sage ein Beispiel, Terenzi hat keine eigenen Molds von Flaschen. Serjoff, ja, hatte sie aber früher auch nicht. Die haben auch später einen eigenen Mold gemacht. Also wenn ich eine eigene Flasche machen will, dann ist es sowieso, läuft es aus dem Ruder preislich. Also lassen wir das mal beiseite. Wir nehmen eine Flasche, die bereits existiert. Dann sage ich, ich nehme diese Flasche, ich nehme eine Kappe, die bereits existiert, ich nehme einen Sprüher, der bereits existiert, weil den kann man auch personalisieren. Man kann oben auf den Sprühkopf irgendwelche Logos drucken oder sowas, also, oder gravieren und so, man kann vieles, mhm, machen. Aber nehmen wir alles neutral und ich mache irgendein Etikett, weder ein Papier oder eine Plakette oder irgendwas in der Art und eine Kartonage und was da. Dann ist so, die Flasche ist der erste schwierige Grad, aber das weit schwieriger sind die Sprüher. Ich bleibe jetzt mal beim Sprüher. Der Sprüher kostet, ein sehr guter Sprüher, die besten Sprüher kommen aus Frankreich. Das ist eine Firma, die eigentlich berühmt dafür ist, die besten Sprüher zu machen, vor allem für diese Nischendüfte, die höhere Konzentration haben und andere Sprüher brauchen. Ach, braucht man mit einer höheren Konzentration einen Sprüher? Ja, weil sonst verstopft der Mechanismus durch das Öl. Ah, okay. Also desto höher der Ölanteil ist oder desto schwerer die Öle sind, desto kritischer ist es, dass der Sprüher nach einer bestimmten Zeit verstopft und dann nur mehr so spuckt, also nicht mehr sprüht. Du kennst das. Ja, ich kenne das. Und also diese französische Firma, die macht die besten Sprüher und dann, da kostet der Sprüher dann ca. 60 Cent. Gibt auch Sprüher für 15 Cent, aber es ist eigentlich egal, selbst wenn wir einen Sprüher nehmen würden für 15 Cent, die Firmen liefern nur Minimum 10.000 Stück. Dann sage ich, okay, 15 Cent mal 10.000, mhm, ja, das ist schon mal eine Summe, die ich hinlegen muss, mhm, auch wenn ich keine 15.000 Flaschen produzieren will, aber, mhm, ich muss 15.000 Sprüher kaufen. Das heißt, es ist tatsächlich eine hohe Einstiegsbarriere, genau, weil einfach die Mindestbestellmengen wahrscheinlich ja auch bei den Flaschen dann und, genau, bei allem anderen, was man so, ja, braucht, hoch sind. Ne? Dann kann ich mich natürlich an einen Abfüller wenden, das sind dann wieder die andere Seite. Wir haben jetzt vom Dufthaus gesprochen, der die Düfte kreiert. Dann gibt es die Abfüller, die das Ganze sozusagen in eine fertige Form bringen. Dann ist es so, dass die Abfüller vielleicht eben mehrere Kunden haben, die sich dann einen Sprüher teilen. Und dann bestellen die 10.000 Sprüher. Ah, okay. Und der eine nimmt 1.000 und der andere nimmt 1.000 und so weiter. Okay. Das macht es schon ein bisschen erträglich. Sprüher-Sharing. Genau, Sprüher-Sharing. Die Kappe ist das Nächste. Wenn ich eine Kappe haben will, dann ist es auch so, auch da habe ich zwischen 5.000 und 10.000 Stück als Auflage, was ich darunter kriege, ich kaum was, aber auch da wird geshared. Deswegen gibt es oft
ähnliche Kappen, haben die Firmen, sagen wir, die gleichen Kappen. Mhm. Die werden vielleicht nachbearbeitet, da wird vielleicht die anders lackiert, aber es ist die gleiche Kappe, weil die auch wieder das scheren. Das kann man sich schon runterbrechen. Mhm. Die Flasche ist genau dasselbe, auch da ist ein bisschen besser, da gibt es schon ab 1000, 1500 Stück, kriegt man so standardisierte Flaschen. Das läuft dann schon eher in die Richtung. Dann ist jeder Abfüller, sagt, Moment, wenn ich jetzt hier 100 Stück abfüllen muss, dann muss ich die manuell abfüllen. Dann kann ich die nicht mit der Maschine abfüllen. Und das wird exorbitant teuer. Weil die Maschine, die muss eingestellt werden. Und er sagt, wenn ich jetzt 100 Stück einfülle, dann stelle ich die Maschine ein. Dann läuft es 20 Minuten durch oder 15 Minuten. Und danach ist produziert und dann muss ich die Maschine wieder umstellen. Das heißt, ich habe viel zu viel Fehlzeiten in der Produktion, die nur durch das Setup wieder ausgerichtet sind. Okay. Das heißt, wenn ich nicht mindestens 1000 Stück durchfahren kann, lohnt sich das nicht. Mhm. Also wird es manuell gemacht, ist exorbitant teuer dann. Ne? Und so wirkt sich das zusammen. Also man kann schon sagen, dass es ist ja jetzt nicht, hängt davon ab, was ich alles ausgebe, aber dass das Ganze in Summe dann schon ein Betrag eher in Richtung 100.000 Euro ist, was man da investieren muss, als wie sagen, ich kriege das mit 10.000 Euro geregelt. Mhm. Und wir reden von einem Duft. Gut, man hat aber dann schon Skaleneffekte, wenn man jetzt noch weitere Düfte hinzufügen würde, ne? Es ist einfacher, 5 Düfte zu machen, weil da würde ich nicht 500.000 Euro ausgeben, sondern würde vielleicht 120.000 Euro ausgeben. Weil, was ist denn? Also dann, ich habe ja genügend Sprüher, ich habe ja genügend Flaschen. Ja, ja, genau. Dann verteile ich die eben auf die verschiedenen. Kommt dir gerade recht dann sozusagen. Ich komme gerade recht, ich kann die ja gut auf die Düfte verteilen. Mhm. Das heißt also, ich habe dann eben einen Vorteil, dass ich für die es eher hinkriege. Aber der Knackpunkt für die meisten Marken ist nicht der, wenn die starten, sondern wenn es weitergehen soll. Weil was passiert dann? Ich habe jetzt die Linie auf den Markt gebracht, 5 Düfte, sagen wir mal, finde ganz gut angekommen. Davon ist einer, der Duft Nummer 3, der verkauft sich ganz bombastisch. Und 4 und 5, die stehen wie Blei. Mhm. Jetzt habe ich die Situation, der 3 ist aus. Am Anfang produziere ich ja mehr oder weniger gleich. Ich kann nicht sagen, ich mache von dem mehr oder von dem weniger, das geht meistens in die Hose. Also mache ich, sage jetzt mal, 5 Düfte und ich mache von jedem 1000 Stück. Ja. Dann habe ich 1000 Stück. Die Nummer 3 ist aber jetzt weggegangen, das hat sich gut verkauft, mhm. Da ist jetzt 0. Bei 4 und 5 habe ich noch 950 Stück. Okay. Jetzt muss ich die 3 nachproduzieren. Aber ich habe keine Flaschen mehr, ich habe keine Sprüher mehr, ich habe keine Kappen mehr. Und jetzt muss ich wegen den einen Duft natürlich die ganze Fass wieder von vorne aufmachen. Ja, aber ist das so schlimm? Also du könntest ja gleich noch einen anderen Duft mit rausbringen und könnte, so. Und könnte, dann gleichzeitig hier 4 und 5 einfach cutten, die genau, lassen wir sein. Genau, könnte man machen und so. Aber da ist natürlich dann das Folgeinvestment. Also wenn ich das erste Investment geschafft habe, brauche ich noch Kapazitäten, dass ich diese Nachproduktionen schaffen kann. Das heißt, auch für Nachproduktionen ist es eigentlich immer wieder, wie wenn man von null anfangen würde. Dann. Ja. Dann kommt noch dazu die Zeitfenster, die da sind. Also es ist nicht so, dass ich sage, okay, ach, der Nummer 3 ist jetzt aus, dann rufe ich mal da an, dann sollen die jetzt mal was Neues produzieren wieder. Wenn ich dann jetzt anrufe und sage, die Nummer 3 ist aus, sollen bitte was Neues produzieren, dann kann ich damit rechnen, dass ich in 8 bis 12 Monaten den neuen Duft habe. Und 8 bis 12 Monate habe ich nichts. Ah. Weil die Lieferzeiten von diesen Sachen extrem nach oben gegangen sind. Also ich muss schon präventiv anfangen, wenn ich merke, okay, das geht ein bisschen in die Richtung, muss ich mich schon bevorraten für die zukünftigen Produktionen, sonst habe ich eine Produktions- oder eine Verfügbarkeitslücke, die sehr groß ist. Das heißt, du musst auch tatsächlich vorab schon, du musst relativ gut einschätzen können, wie erfolgreich die einzelnen Düfte dann auch werden. Oder zumindest reagieren. Also wenn man rauskommt, hat man ja meistens genug Ware, weil man hat ja produziert und das ist ja noch erst am Anfang, da ist es nicht. Und dann muss man das sehr stark verfolgen, dass man sehr darauf achtet, wie schnell habe ich was verkauft und dann kalkuliert eben, wie lange brauche ich, um mich wieder zu bevorraten. Apropos verkauft. Wie viel Prozent von dem Erfolg eines Dufts würdest du jetzt sagen, ist richtiges Marketing? Und wie viel Prozent ist sozusagen, wie likable der Duft ist? Also man kann, ich sage jetzt mal, fast jeden Duft schönreden, fast jeden Duft, durch ein massives Marketing. Die Leute sind schon sehr stark beeinflussbar, nicht weil sie jetzt per se unmündig sind,
sondern weil sie halt ja auch es angenehm finden, so in eine bestimmte Richtung zu inspiriert zu werden oder hingebracht zu werden. Ne? Das heißt also, es ist schon so, dass das Marketing sehr große Bedeutung hat und sehr viel ausmacht. Nichtsdestotrotz ist es so, dass eben jeder Duft hat so bestimmte Zielgruppe und bestimmte Düfte haben einfach eine eingeschränkte Zielgruppe. Mhm. Man kann mit extrem schweren, orientalischen, sag ich, utlastigen Weihrauchdüfte, also richtige Weihrauchdüfte und so, das ist eine sehr kleine Klientel, die gut findet. Die kaufen die auch, aber die meisten nicht. Mhm. Also was immer funktioniert, sind so, ich sage mal, aquatische Sachen, was immer funktioniert, sind so Cologne-artigen Sachen. Das heißt nicht, dass die Leute den kaufen, weil sie sagen, ach ja, der ist mir jetzt zu ähnlich oder zu sonst was, aber sie finden ihn zumindest gut, das ist es halt. Und beim anderen geht die Anzahl der Personen, die ihn gut finden, schon deutlich nach unten. Und ja, deswegen, ich sage jetzt mal, man kann das schon steuern, aber man kann es nicht komplett steuern. Ja? Aber es ist auch falsch zu sagen, der Duft alleine macht es. Ja, klar. Ich kann da auch Beispiele bringen. Also ich sage mal, ich bringe jetzt Beispiele von erfolgreichen Düften, die jetzt, wo jetzt alle verrückt werden und so sagen, oh Gott, warum kriege ich hier Erba Pura oder Naxos und so. Das ist ja richtiger Hype. Naxos war jahrelang auf dem Markt. Da hat sich kaum jemand dafür interessiert. Stimmt, ich erinnere mich noch, ja. Als ich den zum ersten Mal gerochen habe, da war der noch nicht so. Ja, Erba Pura. Also als die Velvets damals rausgekommen sind, und das Suspiro noch im Namen, da war so, da war der Renner Argento. Argento, Capriccio, den gibt es heute gar nicht mehr. Das waren die Favoriten. Erba Pura war ein Ladenhüter. Mhm. Erst später hat sich das mit dem Erba Pura entwickelt. Und deswegen, man kann jetzt nicht sagen, also wenn der Duft jetzt so berauschend gewesen wäre, hätten ja auch vorher schon die Leute alle sagen müssen, oh, ich falle um, den muss ich haben. Nein, sie fallen jetzt alle um, wollen haben. Fallen jetzt alle um. Genau, also daran merkt man halt, es ist nicht, das Marketing heißt nicht mal das Marketing, was die Firmen machen, sondern das Marketing, was die Benutzer oder die Verbraucher machen. Das größte Marketing machen die Verbraucher. Es ist ja auch so, es gibt ja so unzählig viele Düfte und ein Duft muss ja auch erstmal entdeckt werden können von jemandem. Und da kann ja der tollste Duft der Welt sein, wenn niemand von ihm weiß, ja, und wenn niemand irgendwie mal die beste Freundin drüber schwärmen hat hören, genau, dann kriegt er halt auch nicht so den Bekanntheitsgrad. Das ist, also ich sage immer, ich finde immer so faszinierend, es gab mal so diese Phase von diesen Nagellacken, die so schlammartig sind. Ja, diese braunen, grünen, braunen Nagellacke, die so Camouflage. Ja, genau. Also eigentlich nicht besonders eine attraktive Farbe für einen Nagellack. Ja. Ne? Trotzdem, oder dieser blaue Nagellack, dieser hell himmelblaue Nagellack. Trotzdem ist es halt so, die ersten haben ihn getragen, die anderen haben gesagt, was ist denn das, was schaut denn das aus? Dann haben sie nochmal gesehen, ach ja, ach, die trägt den auch, probiere ich ihn auch mal. Mhm. Und so entwickelt sich das. Ja. Also es ist wirklich so, dass das beste und das größte Marketing machen die Endverbraucher. Das sind sie sich nicht bewusst, aber sie machen eigentlich das effizienteste Marketing. Letzte Frage. Mhm. Mit deiner Erfahrung, kannst du den kommerziellen Erfolg eines Dufts mittlerweile sehr gut prognostizieren oder wirst du immer noch ständig überrascht? Ja, also wenn ich das könnte, dann würde ich als Berater dafür viel Geld nehmen, weil die Firmen würden auch viel Geld zahlen, wenn ich das könnte. Nein, kann man nicht. Also man kann schon vermuten, das müsste ganz gut gehen. Aber die Marktmechanismen sind ganz schwer zu durchschauen. Das ist auch gut so. Und selbst wenn man riesen Marketingabteilungen hat, riesen Konzerne sind, die Marktforschung machen bis zum geht nicht mehr, die bringen ganz viele Flops raus. Oftmals auch unbewusst. Also es werden viele nicht wissen, es hätte eigentlich einen neuen Duft von Tom Ford geben sollen. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie er hätte heißen sollen, aber sowas Russian Rose oder Rose for Russia, den haben sie natürlich nicht rausgebracht. Wegen dem Krieg jetzt. Wegen dem Krieg jetzt. Aha. Also man kann jetzt nicht ein Produkt auf den Markt bringen, wo eben der nach Russland orientiert ist. Also zumindest haben die Marketingabteilung entschieden, dass sie sagen, das machen wir jetzt besser nicht. Und das war sicherlich nicht auf dem Programm. Das war nicht das, was man, als man das entwickelt hatte, mit dem hat man nicht gerechnet. Man hat gerechnet, dass er nicht ankommt, dass es irgendwie anders, aber dass man so politische Gründe hat, das nicht zu machen, hat man auch nicht gerechnet. Das ist auch wirklich sehr, nicht sehr naheliegend. Genau, es gab zum Beispiel auch andere, auch rechtliche Sachen.
Yves Saint Laurent hat mal den Duft rausgebracht, der danach umbenannt werden musste. Und der hieß Champagne. Ne? Das war ein Duft, den Yves Saint Laurent rausgebracht hatte, als Hommage an Champagner. Aber in Frankreich ist das Konsortium der Champagnerproduzenten ist so stark, dass die Yves Saint Laurent und den Konzern verklagt haben und die mussten den Duft umbenennen. Weil es ein geschützter Begriff ist. Genau, weil es ein geschützter Begriff ist, obwohl es nicht in derselben Warengruppe ist. Mhm. Und dann mussten die den umbenennen, haben den dann auch am Ende dann aus dem Markt genommen komplett und so. Auch das, das war ein Konzern, die haben das sicherlich vorher alles abgeklärt und trotzdem konnten sie das halt auch nicht abklären. Ja. Also deswegen, man kann das nicht steuern. Man kann so ein Gefühl entwickeln, aber dann ist es halt, man ist immer überrascht. Ja, okay, super. Vielen Dank für die ganzen Infos, Herbert. Ja. Ich hoffe, ihr seid vielleicht ein kleines bisschen schlauer geworden. Und dann freue ich mich auf euch im nächsten Video. Der Herbert und ich werden auch noch ein Q&A drehen. Mhm. Es kann aber auch sein, dass das schon kam, wenn ihr dieses Video seht. Ich weiß es nie so genau. So oder so, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.